Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann Ihnen sagen, dass ich wirklich entsprechend dem Namen vom letzten Stück verzaubert worden bin heute oben. Frau Kim hat uns wirklich in eine andere Sphäre katapultiert mit ihrer Kunst. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Ganz, ganz toll gewesen. Sie sitzt irgendwo neben im Saal, ich sehe sie nicht. Ganz wunderbar. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute darf hier stehen und bereits 100 Leute darf begrüßen. Ich habe meiner Frau gesagt vorher, ich bin seit einem Jahr heute zum zweiten Mal in den Ausgang gegangen und habe vorher demonstrativ Masken abgelegt, weil ich ja bereits jetzt zum zweiten Mal geimpft bin und von dort her immer eine kleinere Gefahr wird sie für Sie alle. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich finde es toll, dass Sie gekommen sind. Ich möchte aber nicht nur begrüßen Sie im Saal, sondern alle, die am Bildschirm sitzen, beim feinen Bier oder beim Gläschen Wein. Und die tolle Musik vom Kollegium Musik und Basel, die mit uns zusammen genießen. Wenn ich Ihnen erzähle, was wir für ein beschwerliches Jahr hatten, dann wird Sie das alles gar nicht verwundern. Ich bin überzeugt, dass wir das Jahr uns kein zweites Mal mehr wünschen. Wir sind auch alle dankbar, das Orchester, der Vorstand, dass wir einigermaßen überlebt haben. Wir haben ja genau ein Konzert können spielen im August letztes Jahr. Nachher haben wir angefangen verschieben. Dann haben wir gemerkt, dass Verschieben auch nichts nützt. Dann haben wir angefangen, Technik aufzufahren. Sie sehen, es ist alles jetzt ausstaffiert mit Technik. Wir sind ja jetzt doppelspurig unterwegs, auch heute oben mit Livestream. Dann ist das gekommen und dann haben wir letztes Mal 50 Konzertbesucher begrüßen und heute sind wir schon 100. Und ich darf Ihnen sagen, im nächsten September, wenn wir die wieder starten, sind wir wieder das, wo wir normalerweise sind, 1000. Das ist unsere normale Zahl. Wir spielen normalerweise mit 1000 Leuten, die im Saal sitzen. Und ich bin restlos überzeugt, im September starten wir mit 1000. Warum? Ich darf Ihnen sagen, wir sind unglaublich glücklich, dass keine Sponsoren abgesprungen sind, ganz im Gegenteil. Es sind auch keine Abonnenten irgendwie speziell böse geworden. Man hat es verstanden, dass wir in dieser schwierigen Situation sind. Wir haben also vor allem zu danken, dass wir überlebt haben. Und ich fange an beim Orchester, beim Chefdirigent. Es ist ja für einen Musiker etwas vom Schlimmsten, wenn er nicht spielen kann. Ein Musiker möchte schon spielen. Und spielen vor einem leeren Saal, sage ich Ihnen, das ist also etwas, was sehr speziell ist. Sehr speziell. Das war ein Training, das Sie durchgemacht haben, dass wir trainiert haben, spielen vor einem leeren Saal. Das heisst, vor der grossen Kamera, vor dem Livestream. Bei uns hat das einen Schub ausgelöst. Nicht nur beim Orchester, sondern auch beim Vorstand und bei der Technik. Wir sind heute ganz modern aufgestellt. Im Facebook, Instagram, YouTube. Wir haben also einen digitalen Schub vorwärts gemacht. Wir gehören heute auch zu den Leuten, zu den digitalen Leuten. Sie können uns also digital rund um die Uhr ablösen. Das ist heute völlig normal. Das haben wir nie gesehen. Wir können nicht einfach warten, bis wir wieder die alte Welt haben. Die kommt nicht mehr. Wir werden im September traditionell wieder anfangen. Aber die digitale Welt wird uns immer begleiten. Von dort her möchte ich jetzt speziell danken unserem Hauptsponsor, der Basel Kantonalbank, der uns seit langer Zeit dort unterstützt. Es ist ja, wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass auch so eine Bank dabei ist und nicht abspringt, wenn man nicht im gleichen Ausmaß auftreten kann, wie man das gewöhnt ist. Alle unsere Sponsoren, die Sie im Heftchen lesen können, sind uns treu geblieben. Es sind neue dazugekommen. Ich freue mich, dass auch heute Kandidaten hat, die unter uns sind, die zuerst wollten schauen, ob das Orchester auch wirklich so toll ist. Wenn ich jeweils als Marketingchef erzähle und ich bin überzeugt, dass der heutige Abend sie wird vollendet überzeugen, dass wir ein gutes Orchester sind. Ich möchte Ihnen allen auch daheim sagen, gehen Sie jetzt so schnell wie möglich zum Wieler, zu unserem Musikagent, buchen Sie buchen für die neue Saison, für im September. Das Programm ist seit ein paar Tagen aus der Druckmaschine, habe ich in der Hand. Ganz ein tolles Programm, das unsere Programmkommission mit dem Johannes Schläfli gemacht hat.
Ich bin der Letzte, der klagen tut, weil, wie gesagt, wir haben auf einem guten Niveau überlebt. Wenn ich das sage, dann wissen Sie, wie Ketum Kensio ist und bleibt. Wir haben immer noch kein Geld vom Staat. Wir wollen auch gar noch keins. Wie wir mit den privaten Sponsoren durchkommen. Solange wir das können, ist das wunderbar. Wir fangen jetzt im September an mit der 70. Saison. Mit der 70. Saison vom Collegium Musicum Basel. Das ist einzigartig. Wir wollten eine grosse Tournee machen. Das ist schwierig. Wir wissen noch nicht, was wir alles können. Wir gehen sicher, steht im Programm, darum kann ich sagen, nächstes Jahr dann im Frühling nach Wien. Wir werden in Wien einen grossen Auftritt haben. Das ist das Einzige, was wir sicher schon wissen. Das läuft bereits, die Vorbereitungen. Aber sonst ist unsere Jubiläumssaison noch ein bisschen im Ungewissen, weil wir noch nicht genau wissen, was Corona uns für Streichli wird wieder spielen. Auf alle Fälle, wenn Sie weiterhin an unsere Konzerte kommen, meine Damen und Herren, hier im Saal und daheim vor dem Bildschirm, dann sind wir happy. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, als Präsident vom CMB, vor allem allen Musikern und Musikern, die heute in der grössten Besetzung hier sitzen. Das ist toll. Ich finde das immer toll, wenn viele hier sind und spielen. Danke sagen für Ihren Einsatz in diesem Jahr. Es war nicht selbstverständlich gewesen. Ich habe viel Kummer auch erlebt. Wissen Sie, wenn man dann ein Kurzarbeitsgesuch stellen muss und schauen, dass es den Musikern einigermaßen recht geht, dann bin ich dankbar, wenn das Jahr bald durch ist und alle noch einigermaßen anständig über die Runde gekommen sind. Danke vielmals, dass Sie durchgehabt haben. Und jetzt sind wir uns gegenseitig nach Daumen drücken, dass wir im September ohne Corona-Problem können dann wirklich in einem vollen Saal aufspielen zum ersten Konzert in der 70. Saison vom Collegium Musicum Basel, wo notabene das älteste Profi-Orchester im Kanton Basel-Stadt ist. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen guten Schluss von diesem tollen Konzert. Thank you.
Thank you.